Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator. Heute geht's weiter mit der gefährlichen Schönheit. Vielleicht würde sich diese Strecke als Panorama für ein Ferienposter eignen, doch für einen ungeübten Fahrer kann sie sich in einen Albtraum verwandeln. Finde heraus, ob du das Zeug hast, diese harte Herausforderung zu bewältigen. Sie erfordert ein ruhiges Händchen am Lenkrad. So, hier wird's nicht unbedingt eng. Wegen Hindernissen auf der Strecke, sondern eher wegen den Kurven, wie es aussieht. Und wir haben dann einen Bagger hinter uns, der wahrscheinlich ziemlich schieben würde. Oder wird. Wenn man zu schnell ist. Müssen wir vielleicht ein bisschen schauen. Damit wieder ein bisschen mit der Motorbremse fahren. Und einfach langsam und steady machen. Noch wieder aufpassen, dass wir nicht hinten ausschwenken zu weit. So, jetzt sieht es gut aus. Schon, dass hier solche Bretter sind, damit wir möglicherweise auch da rüberfahren können, wenn wir es müssen. Wie jetzt zum Beispiel. Ey, diese schwarzen Vierecke nerven mich unglaublich. Ich weiß nicht, woran das liegen kann oder was ich ändern soll in den Einstellungen, damit das nicht passiert. Okay. Now we got a problem. Wenigstens hat er genug Power, um sich wieder rückwärts ranzutasten. Da müssen wir auf jeden Fall den Aufliegen weiter nach links, also jetzt hier links kriegen, vorhin rechts. Damit wir da herumkommen. So, vielleicht eher. Sieht viel besser aus. Und vielleicht einfach hier geradeaus fast in die Mauer fahren. Komm, noch ein Stück. Und dann rückwärts setzen, damit wir einen anderen Winkel hier haben. Sieht viel besser aus, könnte funktionieren. Aber so zuversichtlich bin ich jetzt noch nicht. Weil es schon ziemlich eng aussieht. Und da sind Steine vielleicht im Weg. Zu rechts haben wir so gut wie keinen Platz mehr. Hinten kommt der Auflieger auch fast an die Mauer ran. Okay, das hätten wir geschafft doch. Hat geklappt. Schon ein bisschen was längeres hier. Und eben nicht unbedingt eng von den Hindernissen her, aber eher eng wegen den scharfen Kurven, aber da gibt es zum Glück noch ziemlich viel Platz. Eigentlich. Das Ganze ja machbar machen soll. Da ist jetzt schon wieder ein Stein, vielleicht nehmen wir den mit. Vielleicht zählt er als Schaden, mal schauen. Nee.
Nee, das nicht, okay. Solche Strecken wünsche ich mir manchmal in den anderen Teilspielen, also dem ATS 2 und dem ATS, weil da gibt es ja echt wenig solche Strecken. Und eigentlich, man sieht, hätte SCS Software, also die Entwickler, schon genug Erfahrung damit, solche Strecken zu bauen. Von daher würde es eigentlich ziemlich gut reinpassen. Aber ich kann auch verstehen, warum sie das nicht machen. Weil es dann vielleicht für manche oder viele Leute nicht mehr so attraktiv wäre, wenn man die ganzen Strecken oder Ladungen nicht mehr dahin bringen kann, wo man es hinbringen muss. Weil es eben zu schwierig ist, vielleicht auch wenn man bloß eine Tastatur hat. Also ich kann euch sagen, das hier mit der Tastatur, ich weiß ja nicht. Weiter geht's. Sackgasse. Pech gehabt, diese Seitenstraße ist zugeparkt und voller Engstellen. Es wird Petition erfordern, dich hier mit deinem LKW zurechtzufinden. Durchzudrängen. Was lese ich da? Und zur Hauptstraße zu kommen. Aber zum Glück sieht es machbar aus, solange du es langsam und vorsichtig angehst. Werden wir sehen. Erstmal rückwärts, damit wir hier rechts drehen können. Links sollte genug Platz sein für die Autos. Dass er hier nicht allzu sehr ausschwenkt. Das wird nix. Schon eher. Yes. Alright, gedreht hätten wir das gute Stück. Zum Glück parkt hier gerade niemand, denn sonst wäre es noch schwieriger hier rauszukommen. Und jetzt einfach wieder slow and steady eigentlich hier durch. Wirklich slow and steady wins the race. Rechts müssen wir aufpassen. Wegen der Kante des Aufliegers ein bisschen gerade ziehen. Das könnte loswerden, weil hier das Auto gerade links steht. Dann könnten wir vielleicht mit dem Ausschwenken rankommen. Mal schauen. Sollte nicht allzu schlimm sein. Hier wieder ein bisschen gerade ziehen, damit wir die Kante da nicht mitnehmen. Da ist ein Transporter im Weg. Sieht knapp aus, aber machbar. Schön. Okay, das Auto erwischen wir. Und jetzt soll es eigentlich gehen. Ja, doch, sieht gut aus. Alte Neighbor. Müssen wieder aufpassen. Jetzt fehlt auch hier wieder, dass man die Scheiben runter machen kann. Damit die Tropfen eigentlich nicht auf dem Fenster sind und man besser den Rückspiegel sehen könnte. Ein bisschen mehr nach rechts. Kann gut sein, dass wir das mitnehmen, das Auto. Millimeter. Für Millimeter tasten wir uns hier durch. Also, wenn ich jetzt hier durchfahren müsste als LKW-Fahrer, ich würde die
Spiegel bei den Autos einklappen. Wäre mir zu heikel, die mitzunehmen. Das kann ich euch versichern. Okay, das sieht ganz knapp aus. Ich glaube, den nehmen wir mit. Ja. Fuck. Ist ja cool, ich bewege mich gar nicht. Ich weiß nicht, wie man aus dieser Lage jetzt hier rauskommen soll. Ich sehe einfach nichts in dem Spiegel. Wir müssen den Auflieger irgendwie weiter nach rechts kriegen. Leider weiß ich nicht, ob da hinten was ist. Weil wir da theoretisch nicht aussteigen dürfen. Um zu schauen, ob da was ist oder nicht. Aber vielleicht reicht das ja schon. Alter, wie knapp! So gut, wenn man das alles auf 5 Sterne machen möchte, oder 500 Punkte, ohne was zu rammen, jede Aufgabe, dann dauert das ja keine Ahnung wie lange. Irgendwie so 20 Minuten an einer Aufgabe zu hängen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen. Wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich ja wirklich versuche, nichts zu rammen und vorsichtig sein will. Aber nee. Okay, jetzt sieht's gut aus. Puh. Ja gut, 2 Zusammenstöße, eigentlich bloß einer. Aber das Spiel sieht's mal wieder anders. Weiter geht's. Ecke mit den Containern. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, bis wo man rückwärts fahren muss, bis dahin. Viel Spaß. Eine simple Containerabholung hat sich in einen Albtraum verwandelt. Durch einen Unfall ist der normale Weg aus dem Containerlabyrinth blockiert. Zeit ist Geld, also warte nicht, bis der Schrott weggeräumt wird, sondern finde einen anderen Weg hinaus. Nochmal ganz kurz schauen. Wir müssen hier rückwärts um die Kurve, um dahin zu kommen, in dieses Quadrat, um da zu drehen. Schön. Aber hey, wenigstens um die Kurve in die, also nicht Blindside, sondern Fahrseite, macht das Ganze schon mal ein bisschen einfacher, theoretisch.
Okay, jetzt ist es wieder ganz schwierig abzuschätzen, wie es da hinten aussieht. Also wie viel Platz wir da haben. Ich glaube nicht allzu viel. Wenn ich das jetzt hier so sehe, dann lieber 50 Mal hin und her. Damit wir da wenigstens rauskommen. Sorry, falls ich übrigens manchmal ans Mikro komme. Wie gesagt, immer noch nicht das beste Setup hier. I'm sorry. Vielleicht kaufe ich mir ein Mikro, das ich wireless mit dem nicht GoXLR. Mit dem Rodecaster Pro verbinden. Duo verbinden kann. Weil es da schließlich schon diese Funktion gibt. Und dann hätte ich auch dieses Problem nicht mehr. Mal schauen. Weil sonst komme ich da immer wieder ran. Oder es ist im Weg. Oder sonst irgendwas. Oder man hört mich wahrscheinlich nicht unbedingt richtig gut. Falsche Richtung. Ja, genau. Alles gut. Junge. Oh shit. Das war wieder mal ultra knapp. Funktioniert das? Sollte eigentlich gehen. Theoretisch. Auch da hinten. Und da hinten. Okay. Ay caramba. Also ich weiß nicht, warum man den Containerhafen so eng zustellen sollte, wenn es eigentlich so viel Platz hätte. Und jetzt schön die Leute überfahren hier vorne. Schade. Aber gut, 500 Punkte. Nice. Sieht so aus, als ob wir schon mehr als die Hälfte hätten. Von daher würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge vom Scania Truck Driving Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.